Hallo, liebe Community und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut. Und es gibt mal wieder ein Gaming-Video vom alten Krömer, was nicht irgendwie Let's Play und nicht Clickbait ist. Ihr Lieben, das hier ist ein gesponsertes Video. Ich spiele das Spiel Final Fantasy. Insgesamt sind 4 Teile geplant. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist so, ab und zu kommt irgendwie eine Agentur auf dich zu, die macht das Marketing für, keine Ahnung, einen Film, ein Spiel, irgendein Produkt. Und fragen dich, hast du nicht Bock, unser Spiel anzuzocken? Normalerweise mache ich das eigentlich nur sehr selten. Und zwar, wenn ich A, meine Meinung sagen darf, meine ehrliche Meinung. Und B, wenn ich irgendwie Bock auf das Spiel habe. Bei Final Fantasy XIV ist das in der Tat so. Weil ich immer in der Community das Gewhisper gehört habe. Dass irgendwelche Leute gesagt haben, Krömer, guck dir das mal in einem deiner Streams an. Das ist ein echt gutes Spiel. Es ist so, dass Final Fantasy XIV zusammen mit The Elder Scrolls Online und World of Warcraft eigentlich zu den Top 3 MMOs momentan auf der Welt gehört. Als ich in meinen Streams oder in meinem Podcast erzählt habe, dass ich jetzt bald Final Fantasy XIV spiele, haben viele Leute aus der Community gesagt, ja, toll und cool, wir spielen das selber und so weiter. Da warten coole Sachen auf dich. Da sind eine Menge coole neue Ideen drin in dem Spiel. Und vor allem, das Endgame ist großartig. Das heißt, das Leveln und der Weg da ist ein bisschen mühsam, das ist nicht so geil vielleicht, dauert ein bisschen. Aber wenn du erstmal Level 50 geworden bist, was nicht Max-Level ist, dann wartet da eine große Belohnung auf dich. Sowohl die Story als auch das Dungeon-Design und die Raids sollen absolut großartig sein. Ich bin unglaublich gespannt darauf. Ich könnte es jetzt so machen, wie das normale Leute machen, die viel irgendwie gesponserte Videos machen. Nämlich einfach das Ding runterrattern, die 4 Videos rausballern und die Kohle abgraben. Das ist nicht mein Stil. Wenn ich schon so eine coole Aktion vor mir habe, für die ich auch noch irgendwie ein bisschen Geld verdiene, dann will ich das auch vernünftig machen. Das heißt, ich habe am Freitag zum Beispiel im Stream wirklich intensiv das Spiel gezockt. Das Coole ist, wir hatten den Crano dabei. Crano spielt ja schon seit vielen Jahren, hat mir viel über das Spiel verraten. War so ein bisschen irgendwie mein Jedi-Meister. Und es hat echt Spaß gemacht. Und der hat so viel über das Spiel erzählt, dass ich wirklich echt gespannt darauf bin, wie es weitergeht irgendwie. Also, wie gesagt, wir machen 4 Videos. Das hier wird jetzt hier erstmal Einstieg sein. Das heißt, ich erkläre die ganzen Grundlagen und so weiter, weil irgendwie ich habe einen Tag vorher schon mal selber gespielt. Und das ist gerade am Anfang wirklich viel, was auf einen einstürzt. Es gibt viele coole Sachen, die ihr aus WoW oder so anders gewohnt seid. Es sind lustige Ideen dabei. Was ich mit am coolsten fand, war die Geschichte, die der Crano erzählt hat, dass man sein erstes Mount quasi, dass das nicht nur mitlevelt, das kennen wir aus WoW zum Beispiel gar nicht, es levelt mit und man kann es auch, man kann es skillen und man kann irgendwie zum Beispiel einen Tank daraus machen oder so. Das fand ich eine coole Idee. Ansonsten werden wir nach und nach irgendwie voranschreiten in diesem MMO. Wie gesagt, in dieser ersten Folge geht es nur um den Einstieg und alles weitere erfahrt ihr jetzt. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die Charakterkreation, aber das alleine ist schon irgendwie eine Wissenschaft. Und alles weitere im Video und wir haben auch einen Aktionscode gekriegt. Den findet ihr unten in der YouTube-Beschreibung. Da ziehe ich am Ende nochmal was dazu irgendwie. Da könnt ihr nämlich auch einsteigen, könnt das umsonst bis zu einem gewissen Level spielen und kriegt dadurch, dass es eine Aktionslink über mich ist, kriegt ihr auch noch irgendwelche Boni und so weiter und so weiter. Von daher, ich würde sagen, wir schauen erstmal im Spiel rein. Ich will jetzt hier nicht 3 Stunden labern und alles weitere erkläre ich euch im Laufe des Videos. So, ihr Lieben, wir sind im Game und das hier ist die Charakterkreation. Und das ist das Problem, was manche, ich zum Beispiel, mit MMOs haben. Diesen übertriebenen Asia-Stil irgendwie. Und ich bin ganz ehrlich, ihr Lieben, wenn ich... Ist das? Ja. Wenn ich solche... Nee. Da. Wenn ich solche Charaktere in einem MMO sehe, da habe ich meistens schon keinen Bock mehr drauf, ne? Ion und wie wir sie alle kennen, das, ja. Aber das ist halt einfach die Final Fantasy Welt, ja. Das ist halt einfach asiatisch, das ist nun mal ein asiatisches Spiel. Final Fantasy ist nur, kommt nur aus Asien. Von daher irgendwie, die haben da Bock auf solche Designs. Und das Coole ist, man muss es ja nicht spielen. Es ist sehr umfangreich, was die Charakterkreation angeht. Das kennen wir aus Final Fantasy auch. Es gibt ganz viele verschiedene Völker. Natürlich alles als Mann und Frau. Grafisch sieht das schon echt ganz schön aus, ne? Wir sind irgendwie, gerade aus MMOs, ja meistens Comic-Grafik gewohnt. Ja, also gerade wenn man auf diesen asiatischen Stil steht, ist das schon ganz schick, ne? Das ist auch ganz interessant. Ob der wohl ein Tank ist? Ich vermute ja. Also wie gesagt, optisch macht das was her. So Dämonen und so weiter, natürlich auch hier überall bei einer Charakterbeschreibung.
und so weiter. Und ich habe übrigens mit meinem Hauptschaden, den ihr gleich noch sehen werdet, meinen Waldläufer, habe ich einfach so einen Teaser genommen. Fand ich am wenigsten, ja, das klingt ein bisschen fies, am wenigsten asiatisch, am wenigsten Manga-Charakter. Ja. Okay, schöne Ohren, aber will man das? Das ist die nächste Frage, ne? Ansonsten, wenn ich jetzt mal hier irgendwie, keine Ahnung, ich nehme mal hier sowas, das finde ich ganz okay. Jetzt kann man sich noch den Hintergrund aussuchen, wo der wahrscheinlich bei der Charakterkreation stehen soll. Hier in den Barons, dahinter Ogema, hahaha. So, wenn ich jetzt sage, weiter, ich möchte den Charakter nehmen, dann gibt es da noch zwei verschiedene Varianten für. Ne, einmal irgendwie, das ist übrigens bei meinen Tieren auch so, eine dunkle Variante wahrscheinlich. Ich habe jetzt, was die Lore angeht, noch keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal irgendwie die nette Variante hier. Kann ich auch noch hier kosten mal. Ich mache da immer zufälliges. Oh, schaut mal. Da sind echt harte Typen dabei. Also keine Ahnung. Ist ja auch jetzt grundsätzlich völlig egal. Ich nehme jetzt mal ihn. Und sage, den nehme ich. So. Kann jetzt sagen, hier Speicherslot. Ach, was weiß ich. 3. So. Muss auch das Geburtsdatum bestimmen, das ist ganz gut hier, 15.01., Lichtmonde, whatever, so. Und jetzt wird es nämlich interessant, nee, Moment, jetzt wird es nicht interessant, jetzt muss man sich erstmal irgendwie, das Community-Mitglied, mit dem wir gesprochen haben, der Crano, hat mir das erzählt, dass das auch noch nicht so relevant ist. Ich habe am Anfang, als ich gespielt habe, ich gesagt, okay, Schutzgöttin, Seefahrer, jetzt seht ihr links oben die Beschreibung, das heißt, der kann nur eine bestimmte Klasse spielen, das hat wohl irgendwelche Boni oder was, wenn ich jetzt hier sage, er ist der Gott der Bauwerker und Handwerker. Symbol. Keine Ahnung. Also der König ist völlig irrelevant. Ich nehme jetzt mal den. Und das sind jetzt die Klassen, die ich mit dieser damit spielen kann. Das heißt, ich kann einmal sagen, Disziplinjäger, Gladiator, Faustkämpfer, Maurodeur, Pikenier oder Pikenier. Ein Tank habe ich mir sagen lassen, weil der Maris das spielt. Weitläufer ist meine Klasse und wenn man mehr auf Caster steht, kann man noch Druiden, das habe ich auch schon mal angespielt. Das sind dann Heiler. Was das sein soll, habe ich keine Ahnung. Und die Beschreibung steht ja immer genau. Gut, da ist jetzt mein Gesicht drüber. Naturbeschreibung, also auch eine Beschreibung und so weiter. Das Interessante an der Sache ist, dass daraus resultierend, also wir kennen das aus anderen MMOs. Du spielst eine Klasse, die sich später in drei andere Klassen aufsplittet. Bleiben wir mal bei meinem Waldläufer. Und da habe ich am Freitag im Stream gelernt, dass der später ein Barde wird. Das heißt, Waldläufer ist ja eigentlich schon eine Klasse. Aus anderen MMOs sind wir so gewohnt, dass du, keine Ahnung, einen Caster oder ohne Klasse startest oder eine Grundklasse hast. Ach, ich habe jetzt natürlich gerade kein Beispiel dafür. Aber keine Ahnung, du bist eine Range-Klasse und kannst dann und dich unter drei anderen Mensch-Klassen, sagen wir es mal so. Und hier ist es wohl so, dass, also wie gesagt, ich finde jetzt die Unterscheidung, du spielst einen Waldläufer, das ist ja eigentlich schon eine Klassenentscheidung. Und du bist dann aber später ein Barde, finde ich jetzt persönlich nicht so logisch. Aber das ist wohl so, dass das nur, also was ihr jetzt seht, nur die Starterklassen sind. So, ich habe gehört, Waldläufer wird dann Barde und der hat dann ein Musikinstrument, mit dem er gleichzeitig schießt, was ich schon wieder irgendwie ein bisschen cool finde. Also ihr Lieben, ihr seht schon, dass das Spiel sehr umfangreich ist, gerade am Anfang. Ich würde sagen, ich logge jetzt mal mit meinem Waldläufer ein und zeige euch mal irgendwie die Anfangsstadt. Übrigens, vielleicht noch mal ein kleiner Tipp, ihr Lieben. Ich move mal eben mein Gesicht hier ein bisschen nach rechts. Das hier ist auch noch wichtig, gerade wenn ihr irgendwie zusammen anfangen wollt. Wenn ihr jetzt irgendwie das Video seht und sagt, oh, ich hätte Bock anzufangen und will irgendwie mit meinem Kumpel in derselben Anfangsstadt starten. Haben wir nämlich auch gefragt, ich und Maris, müssen wir dann dieselbe Klasse nehmen? Nein, müsst ihr nicht. Ihr müsst nur aufpassen, weil das eure Starterstadt ist. Das heißt irgendwie, wenn ich jetzt, ich muss Gridania, da habe ich jetzt gestartet. Jetzt muss ich gucken, wenn ich jetzt meinen Kumpel im Pikenier spielt, startet er auch in Gridania. Wenn er aber einen Moradeur spielt, startet er im Limsalominsa. Wer kennt es nicht? So, das ist das Einzige, worauf ihr, oder hier, der Gladiator in Uldar. Von daher, da musst du drauf achten und dann kann das Abenteuer losgehen. Ich logge mal auf meinen Waldläufer und zeige euch mal ein bisschen vom Spiel. So, meine Lieben, das ist ja der gute alte Sevinio.de. Ich bin ganz stolz aufs Charakterdesign, ne, weil ich habe einen Tiger mit Schnäuzer gebaut. Er ist Waldläufer. Ich bin Level 14, unten seht ihr es, und habe schon fleißig gelevelt. Grundsätzlich
ist das die Stadt, in der ich gestartet habe. Das ist die Anfangsstadt. Ihr habt es gesehen, irgendwie in der Charakterkreation am Anfang, Neu-Gredania. Da wird alles angezeigt, ne? Wo es Quests gibt, irgendwie, welche Level die haben. Es gibt in den Städten Gilden. Jetzt denkt ihr, okay, eine Gilde ist ja ein Zusammenschluss von Spielern. Das ist in diesem Falle nicht so, weil die Gilde ist quasi eure Spezialisierung. Ja? Weil ich bin zum Beispiel der Gilde der Waldläufer. Was cool ist und was in diesem Maße zumindest in WoW auch nicht gibt, ist, dass man überall diese Steine hat. Damit harmonisiert man sich quasi. Wenn man die einmal hat, kann man innerhalb der Stadt hin und her sausen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will zur Waldläufer-Gilde. So, und dann portet er dahin, innerhalb dieser Stadt. Was ich echt cool finde, jetzt seht ihr, das ist meine Waldläufer-Gilde. Jetzt bin ich ganz woanders und brauche diese ganze Latscherei nicht. Was ich total geil finde. So, jetzt kann ich hier zu meiner Gilde gehen und sagen, Mo, Leute, ich bin's, hier euer geiler Tiger mit Schnurrbart. Ziemlich cool. Ansonsten, ihr Lieben, wenn ich eine Quest machen will, gerade am Anfang und noch nicht weiß, wie das geht, das ist ganz cool. Ihr habt hier rechts die Quests, ihr klickt einfach irgendwie, ich soll hier irgendwas übergeben, Töpfe Latex an Fufucha übergeben, klickt drauf und sehe sofort hier auf der Karte, wo diese Quest ist und wo ich die machen kann. So, das Lustige ist, das ist eine Trade Skill Quest. Das zeige ich auch noch. Das ist, glaube ich, richtig geil. Warte mal, Blätter sammeln ist, glaube ich, nee, da ist jetzt wieder was anderes. Ne? Jetzt sieht man, wo ich bin. Ich bin hier oben, da gerade. Und die Quest ist hier. Da leuchtet es nämlich, Fütterungszeit. Das ist ganz gut, da findet man alles, was man will. Ist sehr übersichtlich. Wenn ich zum Beispiel hier mit Tierni sprechen will, der ist gleich daneben. Passt, super geil. So, also es ist übersichtlich, es ist einfach. Und ich würde sagen, wir killen jetzt mal ein paar Monster, damit ich euch einfach mal das Gameplay zeige. Das ist jetzt keine große Innovation, aber ein bisschen Gameplay und ein bisschen Spiel soll ja auch zu sehen sein. Ansonsten, ihr Lieben, nochmal eine Sache. Ich werde auf jeden Fall den Link zu dem Stream, zu dem Final Fantasy Stream, den wir am Freitag gemacht haben, mit Timedings. Wir haben nicht die ganze Zeit Final Fantasy gespielt, nur am Ende der Sendung. Das mache ich in der YouTube-Beschreibung. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr wirklich unsere ganze Reise mitgehen. Von 1 bis 14 sieht man da, wie ich level. Okay? Und wir gucken uns jetzt mal ein bisschen Gameplay an, bevor ich euch das Trade-Skill-System vorstelle, was ja auch richtig geil ist. So, das heißt, wir porten jetzt, ne? Ihr habt ja gesehen, hier ist die Quest. Und hier ist der Portstein, ne? Der ist nicht nur in der Stadt, sondern es gibt auch Portsteine, ne? Ganz normal, kennen wir aus Diablo. So, ich will jetzt so einen guten Zieselgrund, das habe ich schon mal erreicht. Klickt da drauf und dann portet ihr dahin. Wie gesagt, das hier ist meine Quest. Fütterungszeit, Level 10. Zack. Laserguns und ich betrete jetzt den tiefen Wald. Und habe hier auch eine Menge neue Quests, die ich machen könnte. Sie möchte mich um einen Gefallen bitten. So, ich lese jetzt mal nichts. Ich glaube, das Spiel ist auch für Rollenspieler echt geil. Weil man unglaublich viel zu lesen hat und die Story sehr umfangreich ist. So, aber wir gucken jetzt nicht mal nicht intensiv in die neuen Quests rein, sondern ich will euch ein bisschen Gameplay zeigen, wie man Mobs killt und so weiter. Ich meine, es ist keine Rocket Science, ne? Ja, sehr gut. Also, die Quests sind jetzt, ne, also nicht die größte Innovation auf der Welt. Es ist Kille so und so viel von so und so viel, auch viel reden und latschen. So, habe ich die Gizzardblätter? Füttertroge mit Gizzardblätter füllen. Ich muss einfach füttern, ne? Okay, das ist jetzt nicht eine Quest, die sich vielleicht dazu eignet, gezeigt zu werden. Ich kriege auch bald, guck mal, das ist das Mount. Mein erstes Mount, was ich kriege. Wie? Wie fütter ich? Wie? Achso, einfach Rechtsklick benutzen. Das ist übrigens mein erstes Mount. Das ist auch das, von dem ich erzählt habe, was man dann skillen kann. Und wo man zum Beispiel dann Tank draus machen kann. Ziemlich cooler Shit, wie ich finde. Brauche ich natürlich als Hunter, wäre natürlich perfekt. Benutzen. So, und da sind die Schauder. Ihr seht schon ein Symbol, ne? Der Hornissenschwamm greift mich nicht an. Aber die Schaudermilben würden mich angreifen. Von daher zeige ich denen jetzt mal, was eine Granate ist und baller die einfach weg. Das Spannende am Spiel ist, es gibt irgendwie so geteilte oder so Massenaggro. Das heißt, normalerweise ist es so, wenn ich irgendwie so ein Dings angreife, kommen die anderen, die daneben stehen, beziehungsweise die das sehen, kommen auch. Weil das ist ein bisschen anders als zum Beispiel in WoW, weil er hat mir den Rücken zugedreht. Das heißt, es ist eine gewisse Logik.
So, jetzt greift er an. Das heißt, es ist nicht so, dass irgendwie nur weil ich in der Nähe bin, er mich automatisch angreift. Sondern er muss mich auch sehen. Aber wenn jetzt irgendwie so drei nebeneinander stehen würden und mich angreifen würden, oder ich einen angreife, würden die anderen beiden auch kommen. Weil irgendwie so eine, ja, ist einfach eine Logik dahinter steckt. Irgendwie der sieht das, dass ich seinen Kumpel töte. Also, greift er auch an. Und seht ihr jetzt, der hat mir den Rücken zugedreht. Ich kann mich dahinter stellen. Seht ihr das? Er greift nicht an. Weil er mich nicht sieht. Das finde ich ziemlich cool. Guck mal, jetzt seht ihr mich scheiße. Jetzt habe ich natürlich die Arschkarte. Jetzt bin ich Kaitinho. Und mache jetzt hier meinen Adalas-Schuss. Haut richtig rein, ne? Oh, jetzt habe ich hier den direkten Schuss auf Freigedings. Der macht auch nochmal richtig Schaden. So, das war's. Und ihr seht, diese Netze, die ich besorgen soll, die muss ich nicht looten. Die kommen automatisch beim Kill. Manchmal sind sie da drin, manchmal nicht. So einfach ist das. So, mal, die haben mir beiden Rücken zugedreht. Mal gucken, ob jetzt beide stehen ja nebeneinander. Mal gucken, ob die jetzt... Oh, ich muss näher ran. Oh, seht ihr jetzt, der hat sich umgedreht, jetzt sieht er mich. Jetzt ist er eine Gefahr für mich. So, mal gucken, ob beide kommen. Ne, der andere hat, glaube ich, einen Rücken. Aber auch so... Glaubt mir, ich habe das... Ihr könnt es auch in dem Stream sehen. Es ist halt echt so... Wenn die mehrere nebeneinander stehen oder in der Nähe sind, kommen die anderen auch. Die sehen das normalerweise. Aber er schaut ja nicht hierher, ne? Habe ich Glück gehabt. So. So, ihr Lieben, ich bin jetzt hier irgendwie beim Ausgang meiner Anfangsstadt und zwar irgendwie hier seht Level 1 Mobs und so weiter. Und das Coole ist, wenn ich craften will, ihr müsst euch das Crafting so ein bisschen so vorstellen wie in Ragnarok Online damals. Das heißt, Crafting ist, ihr könnt auch irgendwie eure Abenteuerklasse überhaupt nicht spielen und euch darauf das Ganze als, was weiß ich, als Handwerker-Simulation spielen. Ich möchte zum Beispiel Bogencrafter werden. So, das heißt, das Einzige, was ich tun muss, ist meine Hauptquest auf Level 10 bringen, das habe ich schon geschafft. So, und dann lege ich die entsprechende Trade-Skill an. Das heißt, irgendwie, ich habe jetzt hier so eine Axt, meinst einen Handball. So, jetzt seht ihr, jetzt bin ich auf einmal nackt, weil das eine andere Klasse ist. So, jetzt kann ich hier mit dieser Taste sagen, bitte Ausrüstung optimieren, alles, was für mich Sinn macht. Dann macht er das automatisch, weil ich habe halt zum Beispiel mit einer Hanfkurter für irgendwie meine Crafting-Skills. So. Und jetzt sehe ich eigentlich auf der Karte, hier seht ihr diese kleinen Punkte, Sachen, die ich abbauen kann. Das sehe ich aber nur, wenn ich auch diese Axt angelegt habe und damit meinem Trade-Skill folge. Das ist in diesem Falle diese Sache hier, Gärtner, das heißt für die Gärtner-Gilde. Und meine erste Quest ist, ich soll Töpfe Latex finden. So, da das leuchtet, kann ich da jetzt draufhauen und kann sagen, was soll ich von diesem Baum abdingsen? Der hat eine gewisse Prozentzahl. Am Anfang brauchte ich bin der Bogenbauer, das heißt, ich brauchte Holzscheide, worauf ich dann, also Ahorn-Holzscheide, worauf ich dann irgendwie richtige Barren bauen konnte und daraus dann Bögen. Das will ich aber jetzt nicht, weil ich brauche jetzt Latex aus dem Baum. Das heißt, ich klicke jetzt auf Latex, dann haut er und dann hat der Baum weniger Haltbarkeit. So, jetzt bin ich schon im Bereich, jetzt bin ich schon der Meister der Felder. Ich will natürlich live, ich habe jetzt eins, ich brauche jetzt 10 Latex. So, und der, seht ihr, der Baum verliert Hitpoints und irgendwann ist er halt weg. Und das Coole ist, du kannst echt entscheiden, was du davon abbauen willst. So, und das war's. Jetzt ist der Baum quasi aufgerollt. Jetzt gucke ich wieder auf meine Karte. Wo ist das nächste? So, hier leuchtet wieder ein Baum. Nutzbaum steht dabei. Und das Coole an der Sache ist, ich kann mich wirklich darauf beschränken zu craften. Und der Crano sagte halt, dass die Sachen, die du baust, auch später relevant sind. Das heißt, du kannst dann auch wirklich Bögen bauen, irgendwie die dann Raid-Niveau haben. Ne? Wie viel habe ich denn jetzt? 7, 8, 9. So, das ist aber natürlich jetzt ein Sammlerberuf. Und natürlich macht es auch Sinn, also mir wurde dann so gesagt, irgendwie ist es scheinbar so, dass wenn du mit einer Klasse so einen Sammlerberuf gepusht hast, kannst du das auf demselben Level mit der anderen Klasse, also quasi, dass die zweite Klasse, die du spielst, irgendwie einen Großteil der Skills irgendwie dann schon inne hat. Das heißt, er sagt, deshalb lohnt es sich auch, alle Skills zu lernen. Aber das ist ja so eine Zeitsache. Das heißt, ich werde jetzt nur Holz sammeln und Bogenbauer sein. So, und jetzt, pass auf, jetzt kommt mich der Clou an der Sache. Warte mal, ich kann den Nutzbaum mal eben auch komplett... Mache ich mal hier A und Scheit den Rest, weil meine Latex habe ich jetzt voll.
Weil Ahorn brauche ich natürlich für meine Holzsache. So, pass auf. Jetzt wird es noch interessant, ihr Lieben. Jetzt stelle ich mal hier an die Dings und gehe mal meinen Charakter-Screen und leg mal meine Gärtner- oder Gärtner-Gildenwaffe ab und mach mal meine Säge an. So, weil das ist nämlich die Handwerker-Gilde jetzt. Jetzt sage ich wieder hier, zieh alles an, was wichtig ist dafür. Okay, hat das schon. Du trägst die optimale Ausrüstung als Zimmerer. So, jetzt drücke ich H für Handwerk. Und das sind jetzt die Sachen, die ich bauen kann damit. Wie zum Beispiel den Bogen, den ich schon gebaut habe. So. Das sind so die Sachen, die musst du, kriegst du irgendwann von Quests und die Zutaten dafür. Das Coole ist, du brauchst natürlich, jetzt brauche ich zum Beispiel Hanfgarn. Das würde ich jetzt über einen anderen Trade-Skill kriegen, aber wenn du bei der Handwerkergilde bist, hast du auch so einen Verkäufer. Und mir wurde gesagt, bis Level 20 brauchen wir gar keine Sorgen machen. Alle Handwerkssachen, die man braucht, kann man davon Apple und Ei kaufen. So, aber jetzt gehen wir mal davon aus, warte mal, was kann ich bauen? Hier, das zum Beispiel. Das sind irgendwie Ahorn-Holzklumpen. So, pass auf, ich brauche jetzt dafür Ahorn-Bauholz. Low Quality, also ein Holz habe ich noch, aber ich könnte es auch bauen. Davon brauche ich 3 von den Holzscheiben. Dann sage ich synthetisieren. Dann baut er sein Netz links hier auf. Jetzt könnte ich sogar, das Geile ist, also es ist sehr viel komplexer als das Craft, was wir aus WoW oder so kennen, könnte ich das veredeln, das mache ich jetzt mal. Dann ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ding High Quality ist. Das heißt, es kann jetzt sein, dass ich jetzt irgendwie ein High Quality Ahornbauholz baue. Daraus resultieren ist es dann so, wenn ich einen Bogen baue, kann er mit dieser High Quality Dings, kann es auch sein, dass das da ein High Quality Bogen wird. Also es ist sehr, ihr seht, das ist sehr komplex. So, jetzt baue ich aber mal hier mit 1, das sind die Skills dafür. Also es ist wirklich, wirklich richtige Skills. Es ist halt wirklich so, als würdest du so, jetzt habe ich das Bauholz hergestellt, es war natürlich auch NQ, was heißt No Quality oder so. So, jetzt habe ich die Klumpen gebaut, jetzt möchte ich daraus hier, was weiß ich, das bauen. Ahornholzklumpen. So, und auch da synthetisieren. Da könnt ihr jetzt auch sagen, hier, der Holzklumpen soll ja irgendwie eine höhere Qualität haben. Ich veredel den jetzt mal. So, 3%. Wir bauen ihn jetzt mal. Da habe ich ja Glück. Nochmal. Zack, habe ich gebaut. Das Problem ist, ihr seht, da ist ein Haken dran. Das heißt, das habe ich schon einmal gebaut. Du kriegst am Anfang super viel, wenn du es zum ersten Mal baust. Beim zweiten und dritten Mal oder danach immer ein bisschen weniger. Seht ihr hier, ne? Also das ist mein Trade. Ich bin schon Level 5 als Zimmerer. Das heißt, es würde sich jetzt anbieten, zum Beispiel das zu bauen. So, dafür bräuchte ich aber Holzsplitter und Tierleim. Das würde ich mir beim Händler holen und richtig Gas geben. Das heißt, ja, also man kriegt dafür keine XP. Also man kriegt XP, aber nicht für seine Abenteuerklasse, in diesem Falle meinen Waldläufer, sondern für meine Trade-Skills. Das heißt, das levelst du unabhängig voneinander. Und das ist halt cool, weil irgendwie, wenn du sagst, oh, ich habe jetzt ein ganzes Monster getötet, ich möchte jetzt lieber meinen Trade-Skill leveln, das ist sehr umfangreich und macht echt Bock und das werde ich auf jeden Fall nebenbei noch machen, weil ich will den tollsten Bogen der Welt bauen. Ihr Lieben, und das soll es erstmal gewesen sein mit diesem ersten kleinen Eindruck aus der Welt von Final Fantasy XIV, also Leveln, irgendwie Questen, so wie es in jedem MMO ist. Auch da ein, zwei kleine Unterschiede, ansonsten Trade-Skills und so weiter. Und ja, alles Weitere erzähle ich euch jetzt in meiner schönen Abmoderation vor der Kamera, wie es jetzt weitergehen wird. Okay, meine Lieben, das war der First Look von guten alten Sivinio in Final Fantasy XIV. Wenn ihr Bock drauf habt und sagt, oh, da würde ich gerne mal mitmachen und scheint ganz interessant zu sein oder zumindest mal reinspicken. Ich habe es ja gerade schon am Anfang in der Anfangsmoderation gesagt, ihr findet in der YouTube-Beschreibung einen Link. Wenn ihr diesen Link benutzt, habt ihr Vorteile. Ich weiß gar nicht, was genau ist. Ihr levelt schneller oder ihr kriegt ein Item. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht ganz genau. Aber das Ding ist, wenn ihr über diesen Link geht, jetzt werdet ihr sagen, oh, Krömer, und du ist ja nur wieder für dich und ein Vorteil. Es ist kein direkter Vorteil. Es ist nicht ein Reflink, dass ich da irgendwie das dicke Money für kriege oder so. Es geht auch nicht darum, irgendwie so viele Klicks wie möglich da zu generieren, weil je mehr Klicks, je mehr Money ist, alles Bullshit. Es ist einfach nur irgendwie als kleines Feedback für die Agentur, die mich beauftragt hat, dieses coole Spiel zu spielen, dass die irgendwie sehen, was hat denn für eine Community, wie kommt sowas, wie kommen die Videos angekommen und kann man seine Community begeistern und buchen wir den vielleicht nochmal. Das wäre natürlich eine schöne Sache für mich, von daher könnt ihr selber entscheiden, ich zwinge niemanden dafür. Es wäre schön, wenn ihr euch einen Account macht und irgendwie kostenlos reinschauen wollt, wenn ihr das über den Link, der unten in der Videobeschreibung steht, tut. Das wird getrackt und dann wird einfach festgestellt, okay, die kommen über Stevenio. Und ich würde mich sehr freuen. Ich sage das extra an, irgendwie Transparenz, ihr kennt mich.
Und ja, mal gucken. Ich werde jetzt fleißig weiterleveln, ihr Lieben. Ab Level 25 kann man, glaube ich, eine Gilde gründen. Das werden wir alles zeigen. Immer weiter, mal weiter. Und ich weiß nicht, ob ich Level 50 schaffe, aber ich würde das gerne ein bisschen vom Endgame aussehen. In den nächsten Tagen und Wochen werde ich immer weiter spielen. Und das nächste, was wir machen wollen, ist ein Dungeon zeigen, weil die Dungeons wohl das Besondere an dem Spiel sind. Am Freitag ist Stream. Da werden wir mal weiter gucken und das zocken. Und ich werde dann immer meine Erfahrungen aus den Streams und was ich über das Spiel gelernt habe, dann hier in die Videos bringen. Und wie gesagt, 4 Teile gibt es. Ich bin gespannt, ob ihr Bock drauf habt, vielleicht sogar mit uns zu leveln oder so. Mal gucken, wie sich die Sache entwickelt und mal gucken, wie intensiv wir die ganze Sache spielen werden. Habt ihr eine gute Idee für einen Gildennamen? Wie wär's mit Tiger mit Schnäuzern oder so? Habt ihr eine gute Idee? Dann in die Comments. Ich bin euer Stevenio, bis zum nächsten Mal, bis zum zweiten Final Fantasy 14 Video. Danke, dass ihr reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.